Hast du dich auch schon gefragt, wie andere das schaffen, dass ihre botanischen Aquarelle dreidimensional und irgendwie echt aussehen? Insbesondere, wenn es sich um so kleine Pflanzenteile wie diese Walderdbeeren handelt? Der Trick ist nicht alles malen zu wollen, sondern nur genau so viel anzudeuten, dass du deine Augen und dein Gehirn austricksen kannst. Was ich damit meine, zeige ich dir hier in diesem Video am Beispiel einer kleinen Walderdbeere, die im Mai ihren Platz in meinem gemalten Herbarium gefunden hat. Mein Name ist Gesche Sanden, ich bin Ökologin und Künstlerin und gebe dir das Wissen, Werkzeug und Selbstbewusstsein, um die Vielfalt der heimischen Pflanzenwelt in Aquarell zu malen. Das folgende Video ist ein Ausschnitt aus einem Workshop in der Wildblumen Aquarellakademie. Viel Spaß damit! Wir haben über Blättermalen gesprochen, wir haben über die Blüte gesprochen und jetzt ist die Frage, die Beere, ich nehme hier jetzt mal die rote als Beispiel. Wie malen wir die? Hier gilt das gleiche wie bei der Blüte, die ist so klein, wir werden nicht ins allerkleinste Detail gehen. Wenn du dir das Foto anschaust im PDF, kannst du hier zum Beispiel weiße Lichtpunkte erkennen, die jeweils um die Samen herum sind. So eine Lichtkante, die werden wir nicht aussparen hier im Millimeterbereich. Die werden wir, wenn überhaupt, nachher mit einem weißen Gelstift ergänzen. Also wenn du den schon mal bereitstellst. Aber wir können die Farbe und die Form trotzdem schon mal andeuten und das wiedergeben. Wenn es dir schwerfällt, so klein zu malen, hast du immer die Option, entweder die ganze Zeichnung doppelt so groß zu machen. Das entspricht natürlich 1:1 der Zeichnung auf DIN A4 Papier. Wenn du die Zeichnung auf dem DIN A4 Papier ausdruckst, dann ist das die Größe. Oder du kannst das zeichnen 1:1, wie die Pflanze ist, und dann aber jeweils einzelne Elemente vergrößert darstellen. Entweder so mit einem, wie so ein Lupensymbol hier so daneben oder einfach extra auf der Seite oder hier auf der linken Seite. Das ist immer eine Option. Dann mischen wir erstmal ein paar Farben. Wir können natürlich zu den Farben, den Rottönen, die wir hier haben, greifen. Gar kein Ding. Vielleicht, wenn ich das jetzt mit dem Mischen nicht hinbekomme, machen wir das auch, aber ich versuche es erstmal mit den Primärfarben. Magenta ist natürlich viel zu pink. Ich muss eben mal meine Farben ansprühen. Das ist ein Zerstäuber eigentlich für Kosmetik. Der zerstäubt sehr schön fein und feuchtet mir die Farben etwas an. Und dann kann ich dort Gelb hinzufügen. Und im richtigen Gleichgewicht entsteht dann ein Rotton. Da kann ich natürlich auch noch einen Hauch Blau hinzufügen. Das macht es dann etwas dunkler, beeriger. Und wir haben natürlich auch für die hellen Bereiche auf der linken Seite, die sind ein bisschen gelber. Da können wir also mehr Gelb hinzufügen. Und für noch dunklere Bereiche Ocker, wir sind bei Grün und jetzt mehr Rot rein. Hier für noch dunklere Bereiche können wir das Ganze trüben, also noch mehr Blau und Gelb hinein. Und wir bekommen hier so ein paar Rot-Braun-Töne. Du könntest natürlich auch zu sowas wie echt Rot oder so greifen, aber das müssten wir dann aus dem Kasten, aber das müssten wir dann trüben. Ich arbeite dann lieber hier stattdessen
mit den Primärfarben, aber das ist Geschmackssache. Eine Stelle hier sauber, das ist Geschmackssache. Was dir besser gefällt, wie du besser arbeiten kannst. Mit Primärfarben mischen ist immer eine gute Übung. Ja, ich sollte einen Mallappen haben und nicht mein Hemd benutzen. Ich weiß, habt ihr nicht gesehen. Ich finde das mit den Primärfarben ganz hilfreich, aber wie immer gilt, es gibt keinen richtigen oder falschen Weg beim Mischen. Die grünen Bereiche können wir natürlich dieselben Grünmischungen wie vorher auch. Da starte ich jetzt nämlich mal mit. Ich starte mit hellgrün und dann kann ich dunklere Stellen ergänzen. Und tatsächlich auch ein bisschen ins Rote verlaufende hier. Ein Hauch Rot an den Blättern. Und das gleiche gilt auch hier am Stängel, ein bisschen rot. Und hier an der Kante wird es sehr dunkel, dann nehme ich so ein bisschen Umbra gebrannt und ziehe da an der Kante einen dunklen Strich. So, wir haben ja schon gesagt, die weißen Dinge spare ich nicht aus bei der Größe hier. Mein kleiner Finger zum Vergleich. Was wir also machen, ist die Farbe insgesamt, die Kugelfarbe insgesamt lasieren. Hier heller, hier der tiefere Schatten und gleichzeitig so ein bisschen so ein Farbverlauf von etwas orange-rot zu so ein bisschen gelblich zu dunkler hier am Rand. Und dann in der zweiten Schicht können wir die Beeren dann noch in dunkel draufsetzen und am Schluss setzen wir im Gegensatz zu sonst im Aquarell die weißen Highlights. Du könntest auch mit Abdeckflüssigkeit, zur Abdeckflüssigkeit gibt es einen Workshop in dem Technikenkurs, könntest du auch hier mit Abdeckflüssigkeit arbeiten. Das würde ich machen, wenn ich größer arbeiten würde, aber hier würde man ja auch die Abdeckflüssigkeit im halben Millimeter Bereich auftragen müssen. So, ich feuchte mal die ganze Fläche hier an. Mein Pinsel war noch etwas dreckig, das macht aber nichts. Das ist ja so ein Gelbton. Und feuchte tatsächlich bis hier zur eingezeichneten Kante an. Die Kante ist ja nicht glatt, sondern man sieht die Nüsschen, die Samen, das sind genau genommen Nüsse, von der Erdbeere hier am Rand überstehen und da packe ich auch Feuchtigkeit hin, dann läuft da nämlich auch gleich Farbe hin.
Wir starten hier mit so einem Gelbton, den wir reintupfen. Und keine Sorge, du kannst jetzt eigentlich noch nichts falsch machen. Wir gehen zu unserem Rotton hier über. Vielleicht ist es hier immer noch gelb. Und hier hinten wird es so ein bisschen dunkler und bäriger. Und wenn dir hier die Übergänge nicht so gefallen, kannst du, solange die Farbe feucht ist, da auch noch drin rumwischen. Und noch ein bisschen Farbe nachtragen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt auch noch hingehen und hier so ein bisschen rausheben, weil es ja an der Stelle heller ist. Aber jetzt lassen wir das Ganze erstmal trocknen und während das trocknet, lasiere ich das Ding hier mal in hellgrün. Hier ist das Grün getrübt, da der Stängel. Das trocknet weiterhin ordentlich durch. Und wir setzen hier eine zweite Schicht drauf. Ich wechsle mal den Pinsel auf tatsächlich die Nuller-Version. Lassen hier also
so ein bisschen die einzelnen grünen Samen. Da ist kaum Fruchtfleisch schon drum. Zählen die grünen Samen frei stehen und in einer nächsten Schicht machen wir das mit einem noch dunkleren Grün hier. Und mit jeder Farbe, die dunkler wird, bearbeiten wir weniger Fläche. Das ist der Trick beim Lasieren, dass man tatsächlich was vom hellen Bereich freistehen lässt. Und wenn das jetzt hier vorne ein bisschen zu gleichförmig aussieht, können wir hier noch ein bisschen in hellgrün nacharbeiten. Aber Vorsicht, wir wollen ein wenig von der ersten Schicht von dem hellen tatsächlich stehen lassen. Und dann können wir danach hingehen und noch die letzten Details setzen hier. Boop, 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 boop. Das ist das, was von den Stempeln übrig war. Stempeln war das Wort, was mir gestern nicht eingefallen ist beim Workshop. Das, was oben auf dem Fruchtknoten sitzt und praktisch die Vollpollen empfängt. Pop, pop, pop. Einmal kurz ein bisschen paralleler angucken. Tada! Und einmal den Kontrast nochmal abchecken und dann sagen, okay, vielleicht noch ein bisschen dunkler an dieser Stelle. Aber denk dran, je weiter man mit der Schicht geht, mit der Lasur, möglichst keinen Wassertropfen draufsetzen, so wie ich gerade. Je dunkler man wird, desto weniger von der dunklen Farbe verwenden. Immer kleinere Bereiche. Und wenn du dann Wassertropfen drauf hast, nicht wie ich drin rumwühlen, sondern trocknen lassen. Dann können wir hier Bleistift wegradieren. So. Wir haben jetzt lauter Samen in dunkelrot. Mehr oder weniger gleichmäßig verteilt. Denkt dran, die Highlights sparen wir uns dieses Mal auszusparen. Lassen das einmal trocknen. In der Zeit können wir uns noch ein bisschen mit den grünen Teilen beschäftigen.
erhöhe so ein bisschen die Kontraste zwischen vorne und hinten. So. Dann gucke ich, ob ich in der gesamten, bei der gesamten Frucht irgendwas anpassen möchte. Ich glaube tatsächlich, ich möchte es hier ein bisschen dunkler haben. Ich weiß, die Samen treten da nicht mehr so gut hervor. Aber das kommt gleich nochmal. So, jetzt brauche ich ein ganz intensives Dunkelrot. Das praktisch schön braun ist. Geradezu ein schwarzbraun. Ja. Und setze jetzt wirklich allerkleinsten Schatten unten rechts an meine Samen, an meine Nüsse. Dafür könntest du auch einen Umbra-Gebrannton nehmen. Also du müsstest jetzt nicht unbedingt den anmischen mit Primärfarben. Hier oben auch. So. Jetzt sieht das Ganze wirklich so ein bisschen... Riesentraktor. Jetzt sieht das Ganze wirklich so ein bisschen flach aus. Also wenn wir ab wegzoomen und in der normalen Entfernung so aufs Papier gucken, ist es nicht furchtbar. Aber es sieht natürlich so ein bisschen flach aus. Und jetzt kommt unser weißer Gelstift oder unsere weiße Tinte zum Einsatz. So, wir haben hier so einen hellen Kranz und hier einen hellen Kranz und hier haben die Samen Glanzlichter. Weiße Haare noch dran setzen, wenn ihr danach ist. So. Hier vielleicht auch noch Glanzlichter, wenn dir danach ist, in einige Zacken. Auch hier sich langsam vorarbeiten, nicht übertreiben. Und dann, wichtiger Schritt, rauszoomen, damit du überhaupt die Tonwerte wieder erkennen kannst. Und tata! Wir haben so eine gelbrote
Erdbeere mit Glanzeffekt. Tata! Ich freue mich, wenn du versuchst, auch das umzusetzen. Und ja, frohes Malen. Frohes wilde Erdbeeren naschen, wenn du welche bei dir zu Hause hast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.